Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du hier dabei bist und zuschaust. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, wo, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele von euch drinstecken. Ich komme gerade aus meiner Soul Explosion Gruppe, die ist jede Woche Dienstag früh um 8. Und ja, da geht es sehr heftig zur Sache. Und wir sind heute mal wieder auf dieses Thema gekommen, Todeszone, in der Todeszone sein. Und was ist überhaupt die Todeszone? Ja, wahrscheinlich wirst du dich da wiederfinden. Die meisten von uns sind auf dem Weg zu sich selbst, auf dem Weg in ihr wahres Sein, auf dem Weg zu ihren Fähigkeiten, Potenzialen und Talenten, ja, auf dem Weg quasi in ein neues Leben oder sie möchten gern dorthin. Und ganz, ganz, ganz viele bleiben auf diesem Weg stecken. Ja, wenn man es so sehen möchte, hast du quasi zwei Leben. Du hast dein altes Leben, ja, dein konditioniertes Leben, wo du funktionierst, wo du bewertest, wo du dir dein Leben schwer machst, wo du sehr viel im Drama bist, wo du krank bist, wo du Mangel bist. Und irgendwann kommst du auf die Idee, dass da noch mehr sein muss. Ja, und alle Lieder sehen unter euch, die bei mir sich ja versammeln, die kommen definitiv auf diese Idee, dass dieses dramafristende Leben nicht die Wahrheit ist. Ja, und dann fangen die an und laufen los. Dann fangen die an und gucken, wer sie wirklich sind. Machen ihre Seelengaben möglicherweise bei mir und versuchen, aus ihrem konditionierten Leben rüber zu wechseln, quasi in ihr wahrhaftiges Leben. Ja, das Leben, was ihnen entspricht, out of Konditionierung, out of dem ganzen Gedöns, was man hier so lernt. Und auf diesem Weg bleiben ganz, ganz viele stecken, weil ganz viele haben Angst, ja, so zwischen alt und neu. Hier in der Mitte ist die Todeszone. Ganz viele haben Angst, wirklich die Vergangenheit loszulassen und sich völlig auf das Neue auszurichten. Wenn ich Menschen angucke, energetisch, wenn ich die lese, dann stehen 99% aller Menschen rückwärts auf ihrer Zeitlinie. Und das ist ein Riesenproblem, weil sie immer rückwärts gerichtet kreieren. Ja, und in meiner Welt geht es überhaupt nicht darum, Blockaden zu lösen, die Vergangenheit aufzuarbeiten, irgendwelche Vater- oder Mutterwunden zu heilen. Ja, das ist nicht der Plan, das lässt sich immer nur wieder rückwärts ausgerichtet sein und im Drama verharren. Und außerdem stärkst du mit deinem Fokus dieses ganze Feld, was du ja eigentlich weghaben willst, stärkst du ja, weil du permanent deine Aufmerksamkeit hingibst. Ja, in meiner Welt drehen wir einfach die Menschen rum auf ihrer Zeitlinie. Und dann wird nach vorne raus kreiert. Wie möchtest du dein Leben haben? Wie soll es aussehen? Was möchte dein wahres Sein erleben? Was bringt dein wahres Sein in die Freude, in die Lebendigkeit, in die Leichtigkeit? Und ganz viele Menschen schaffen diesen Schritt nicht in ihre reine Schöpfermacht, sondern sie bleiben stecken ja zwischen alt und neu in der Todeszone. Ja, dann sind sie nicht Fisch, nicht Fleisch, weil sie sich nicht entscheiden können, was sie jetzt wollen. Ja, wollen Sie in Ihrem alten Leben stecken bleiben oder wollen Sie jetzt wirklich das Neue? Sie tun sich immens schwer, Ihre Vergangenheit loszulassen, Entscheidungen zu treffen, neue Wahlen zu treffen, größere Wahlen zu treffen, Wahlen zu treffen, die Ihnen wirklich Lebendigkeit bringen. Ja, aus Angst, ja, da kommen dann diese ganzen Glaubenssätze, lassen die sich ausbremsen. Und dann stecken die fest. Sie wollen nicht in ihr konditioniertes Leben zurück. Ja, sie wollen nicht mehr funktionieren wie so ein Roboter. Und sie wollen aber auch nicht sich so frei machen, dass sie wirklich aus ihrer Schöpfermacht heraus kreieren können. Und da darfst du einfach mal für dich gucken, was ist dir denn wichtiger? Ja, ist dir deine Freude, deine Lebendigkeit, deine Leichtigkeit, deine Kreationskraft, deine Schöpfermacht, dein freies Leben, ist dir das wichtig oder ist es dir wichtiger, da an Alten festzuhalten oder Menschen nicht zu enttäuschen und noch ein paar Blockaden zu lösen und noch eine Vaterwunde zu finden oder nochmal in ein früheres Leben zu reisen, um dich dann wieder festzufressen an irgendwelchen Sachen, die du dann da wieder findest.
Ja, was ist dir wichtiger? Wie willst du dein Leben haben? In welcher Energie willst du sein? Und dann darfst du einfach eine Entscheidung treffen und dich mit Haut und Haaren ausrichten. Aber in der Todeszone stecken zu bleiben, das ist für dich tödlich. Besonders für Liederseelen ist es tödlich, weil die einfach so viel Schöpfermacht und so viel Gaben, Fähigkeiten und Potenziale in sich tragen, dass es wirklich für die Seele tödlich ist, in dieser Todeszone dahin zu vegetieren und dieses ganze Potenzial nicht zu nutzen, die ganzen Möglichkeiten nicht zu nutzen. Ja, die ganzen Erfahrungen nicht zu nutzen, die kommen würden, wenn du dich radikal nach vorne ausrichten würdest, radikal aus dieser Todeszone gehen würdest. Oder was du natürlich auch machen kannst, du kannst dich auch wieder radikal für dein konditioniertes Leben entscheiden, aber geh raus aus dieser Todeszone. Dieses nicht Fisch, nicht Fleisch sein, nicht vorne, nicht hinten, nicht oben, nicht unten. Ich weiß nicht, was ich will. Das ist tödlich. Das ist richtig tödlich und deswegen greifen bei dir möglicherweise ganz viele Coachings nicht. Deswegen funktionieren viele Dinge nicht, weil du immer wieder schwankst und zweifelst und haderst. Und dann irgendwie in dieser Todeszone stecken bleibst, anstatt dich radikal auf das auszurichten, was du möchtest. Wenn du da Unterstützung brauchst, nächste Woche biete ich einen Workshop an, wo wir dich wirklich energetisch komplett auf der Zeitlinie rumdrehen, wo wir dich ausrichten, wo du auch einen Lichtcode-Download bekommst. Ja, das ist, wird wie so ein kleiner Magnet funktionieren, der dich immer wieder ausrichtet, wenn du das willst, immer wieder dich daran erinnert, wo die Richtung ist. Ja, die ist vorne, die ist nicht hinten. Deine Vergangenheit ist vorbei. In deiner Vergangenheit brauchst du auch nichts mehr. Da gibt es nichts zu holen, da gibt es nichts zu heilen, da gibt es nichts aufzulösen. Das ist totaler Blödsinn. Das ist Ablenkung. Ablenkung von deiner klaren Ausrichtung nach vorne. Wer da richtig Bock drauf hat, vorwärts zu gehen, der sei dabei. 44 Euro mit Aufzeichnung. Ich mache dir den Link unten ins Kästchen. Das wird ein ziemlich geiler Workshop. Krieg seit gestern schon immer wieder das Bild. Ja, wie so ein Magnet. Du willst dich rückwärts ausrichten? Nein, geht nicht, weil wir machen vorne das Gegenstück quasi vom Magneten in den anderen Magneten, bloß um Minuspol. Ja, und hinten ist nichts und du kannst dich immer nur, egal, du wirst immer wieder dran erinnert, du wirst immer wieder dran erinnert, du wirst immer wieder dran erinnert. Und dann wird es irgendwann zu deinem Normal, dann hörst du von alleine auf, dich immer wieder rückwärts auszurichten, rückwärts zu kreieren, in deiner Vergangenheit was lösen zu wollen, in deiner Vergangenheit was klarstellen zu wollen, dich mit deinen Ahnen zu behängen, denn auch dein ganzes Familiensystem tut ehrlich gesagt überhaupt gar nichts zur Sache. Ja, du kannst jetzt sofort aus dir heraus kreieren, völlig egal, was mit deinem Ahnensystem war oder nicht war. Das ist Eigenverantwortung. Es gibt da nichts zu lösen, es gibt nur eine Wahl zu treffen. Und wenn du Lust hast, wirklich dich nicht mehr rückwärts immer zu drehen und immer wieder und noch einmal und immer wieder den gleichen Scheiß zu kreieren und immer wieder zu reproduzieren, weil du ja aus deiner Vergangenheit heraus kreierst. Du kreierst ja nicht aus deiner Zukunft heraus was Neues. Du kreierst immer nur das, was du schon kennst. Ja, dann sei nächste Woche dabei. Das wird dir immens viel bringen, nicht nur von der Ausrichtung her, sondern auch vom Bewusstsein her. Denn natürlich werde ich da auch ein paar Sachen erklären und dir zeigen und dich selber wahrnehmen lassen. Ja, es ist mir aber wichtig, dass auch die Menschen wahrnehmen wieder lernen. Sie können sehr theoretisch, wir sind alle vollsichtig geboren, das einfach wieder zu aktivieren, weil du deine Wahrnehmung brauchst. Auch immer wieder dich selber zu erinnern, wann du dir gerade wieder Bullshit erzählst. Ja, deine Wahrnehmung wird dir das zeigen, sofern du ihr vertraust und sofern du auch einfach so offen bist, dass du wirklich auch das in deinem System wahrnimmst. Ja, viele Menschen sind so zu geplombt und zu gedeckelt. Aber das sind nicht die Menschen, die sich bei mir aufhalten. Die können schon wahrnehmen. Und wir verfeinern das immer weiter, bis du irgendwann komplett vollsichtig bist. In meiner Arbeit geht es überhaupt nicht darum, irgendwo in deiner Vergangenheit rumzuwühlen, ja, sondern es geht darum,
dich rumzudrehen, neu auszurichten auf deine Potenziale, Fähigkeiten und Talent, auf deine Seelengabe, auf das, was du kannst, auf das, was du bist. Völlig wurscht, was da mal irgendwann in deiner Vergangenheit war, gibt deiner Vergangenheit keine Signifikanz mehr. Ich weiß, da draußen wird sehr viel darum gedümpelt in der Vergangenheit, aber ganz ehrlich, wenn du dich immer nur rückwärts beschäftigst und rückwärts kreierst, du kannst deine Vergangenheit nicht auflösen. Du kannst sie auch nicht heilen. Ja, du musst da auch keinen Seelenanteil noch finden. Du bist vollständig, du bist ganz, du bist heil. Das ist dein natürlicher Zustand. Du kannst nur aufhören, dich von deiner Vergangenheit beeinflussen zu lassen, dich nach vorne ausrichten, wenn du darauf Bock hast. Natürlich kannst du auch weiter da rumwühlen, aber dann wundere dich nicht über die Ergebnisse, die das bringt. Ja, alles ist eine Wahl. Ich treffe meine Wahlen immer vorwärts gerichtet. Weil rückwärts gerichtet habe ich früher auch sehr lange kreiert und wollte immer aussteigen und wollte da weg. Und das ist ja auch total logisch, wenn deine Energie immer in der Vergangenheit ist, immer im Blockadenlösungsmodus und da ist noch was, das muss ich noch machen, damit es dann geht, bist du nie fertig. Ja, und das ist auch eine Lüge, das ist nicht wahr. Es bremst dich nichts an deinem Schöpfermodus nach vorn, wenn du es wählst. Es ist ganz einfach, theoretisch ganz einfach. Wähle es und wenn du Bock hast, dich wirklich komplett magnetisch immer wieder nach vorne ausrichten zu lassen, dann sei nächste Woche dabei. Wenn du nicht live dabei sein kannst, gibt es selbstverständlich eine Aufzeichnung für dich. Da kannst du alles genauso nachhören und auch die Energien, Downloads und so weiter wirken genauso. Meine Präsenz ist meine Präsenz, live oder in Aufzeichnung. Auch da gibt es immer viele Fragen, ob die Aufzeichnungen genauso wirken. Ja, ich weiß, dass das auch so publiziert wird, dass das nicht so ist. Aber meine Frequenz ist meine Frequenz. Und du kriegst die gleiche Frequenz, die wird ja aufgezeichnet, wie alle anderen auch mit der Aufzeichnung. Da ist kein Unterschied. Für mich ist da kein Unterschied. Und ich habe ja viele, gerade jetzt auch in den Vormittagsgruppen, wie heute zum Beispiel, um 8, ich weiß, dass da nicht jeder kann. Ja, aber ich bin alleinerziehend und ich muss meine Arbeit eben komprimieren, bis die Schule vorbei ist. Und da nehmen viele Menschen die Aufzeichnung und die sind genauso glücklich und happy und transformiert wie die Menschen im Live. Das macht keinen Unterschied. Also in diesem Sinne, hab eine gute Zeit. Bis bald, die Nadine.